Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Majora's Mask. Angeblich kann ich diese Dinge auch beim Infocenter direkt kaufen. Das schauen wir doch direkt mal hin. Zwei haben wir schon. Okay. Ich muss noch so viel Zeugs besorgen dafür. So. Geh mal zu den Deko da hoch. Vor allem, ich habe ja dann auch wieder nur eine begrenzte Zeit in den Scheiß-Tempel. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen und Dekos. Mhm. Aber einfach ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Verzeihung, ja. Gut, dann schauen wir mal, ob ich von Ihnen jetzt als Deko. Danke, dass du vorbeischaust. Ich tätige nur ein mit Dekos Geschäfte. Eigentlich möchte ich hier direkt im Palast sein. Okay. Weißt du, Wundererbsen, ich bekomme es für 10 Rubine. Ja, möchte ich. Okay, ja, ich brauche mehr Geld. Wird das erwartet, ich brauche Geld. Okay, ich brauche also noch 24 Rubinen, die ich jetzt schon auftreiben werde. Hm. Da hinten ist nochmal so ein Vieh. Ah. Richtig gestresst mal wieder. Weiß eigentlich jemand, wie lange man, wie lange Majora's Mask geht? Weil ich denke, wir sind doch jetzt schon fast im letzten Tempel, oder? Das kann doch gar nicht mehr so lange dauern. Also reine Vermutung, aber ich vermute mal jetzt nicht, dass das Spiel jetzt noch so lange geht, weil ich meine, wir haben jetzt, das ist die letzte Himmelsrichtung, wo ich hingehen kann. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie das Forward-Kit besiegen. Vermute ich mal. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein harter, nerviger Kampf werden, aber wir werden schon irgendwie alles schaffen. So, ich mähe hier mal. Oh, bitte noch ein bisschen Geld. Ich fühle mich gerade wie so ein Bettler, ein bisschen Geld, noch ein bisschen Kleingeld. Brauche nur 30 Rubine, ich habe gerade die Hälfte, Alter. Und da hinten sind auch noch Dinger zu mähen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, Geld hat man hier ein bisschen zu wenig, okay. Es verbleiben 66, 27, ja, das ist echt traurig. 5 Rubine, okay. Noch 6 Rubine, das heißt, ich gehe jetzt einmal nach da oben, gehe wieder raus und hoffe, dass ich die 6 restlichen Rubine noch finde. Wenn irgendwer übrigens irgendwelche Vorschläge, Tipps oder sonstiges hat, kann das jederzeit schreiben. Ich bin darüber sehr, sehr dankbar. Ich bin immer noch sad, dass wir durch sind mit Bandheim, mit Sandrock, mit der derzeitigen Hauptstory, weil ich halt echt nicht damit gerechnet habe. Ich habe jetzt gedacht, so, okay, wir machen das jetzt und dann kommt eine weitere coole Aufgabe und jetzt ist irgendwie so, nee, warte mal aufs nächste Update. Es war echt geil bis dahin. Aber es ist halt schade, dass die Hauptstory jetzt schon durch ist. Fürs Erste. Also die wird ja noch weitergehen, dass wir jetzt nicht wissen, was mit Logan ist. Das bleibt ja hier auch noch so ein Geheimnis. So. So. Einer, komm, einer noch. Ich muss mich noch so beeilen. Ja, war dann gerne. So, nehmen wir gleich ein bisschen mehr mit, weil wir bestimmt ja wieder Geld brauchen, weil wir müssen ja nicht nur das besorgen, wir müssen noch andere Sachen.
besorgen. So. Dann gehen wir mal wieder. So. Hallo du. Huhu, da bin ich wieder. Hallo Power Chicken. Und was geht so bei dir? Ich kriege langsam Hunger. Ich muss mir jetzt einen Toast toasten mal. Ja, 12 Stunden Stream. Nice. Also 12 Stunden und 40 Minuten im Moment. So. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Rubine. Das heißt sogar 40 Rubine. Das werde ich brauchen, weil ich gleich... Ich weiß schon, dass ich noch alles brauche und das wird auch Assets zu bekommen. Ich könnte auch die Fee fangen, ganz ehrlich. Eine Fee mehr dabei zu haben, schade, glaube ich nicht. So, eine weitere Fee. Nicht viel. Ach so. So. Kannst du bitte da hochsteigen? So, hallo du. Danke, dass du vorbeischaust. Ich hätte nur ein paar Geschäfte. Weißt du, Wundererbsen? Ja, ich möchte eine. So, ich brauche gleich noch eine. Nochmal Wundererbsen. Okay, und nochmal. Ja. Geil, noch mehr Wundererbsen. So, das hätte ich dann schon mal den Teil. Okay, ich soll noch Milch aus dem Milchbau holen. Ich weiß ja nicht, wann die offen hat und ich denke, mein Geld wird dafür nicht reichen. So, Unruhestadt, ja. Wo muss ich hin? Ich glaube, die war im Osten, die Milchbar. So, einmal da rein. Was haben wir denn da? Da ist die Milchbar. Milchbar. Ah, das Talon. Irgendwie. Die Bar öffnet erst abends, mein Herr. Nur Mitglieder haben Zutritt. Ohne Zeichen der Mitgliedschaft können wir keinen Eintritt gewähren. Okay, ja, dann setze ich einfach das Zeichen der Mitgliedschaft auf, weil das habe ich ja eh. Ich habe echt schon viele Masken, muss ich schon sagen. Also, das ist schon in Ordnung. Ah, sie sind Mitglied. Ja, und bis um 10 Uhr abends war es. So lange muss ich mich dazu noch gedulden. Nein. Ja. Wir dürfen gerne bleiben. Ja, ich hätte gerne Milch gekauft. Na du.
Ah, Ärger, scheiße, ich bin beschäftigt. Um 10 Uhr abends öffnet hier es, aber ich muss doch da weiterkommen. Gut, dann werde ich jetzt, denke ich mal, ein bisschen Geld. Oh, stehen geblieben, ja. Habe ich. Ein Schwert, ja. Ich werde ein bisschen Geld verdienen und dann werde ich mir nur noch dieses Pulverfass und ja, die Milch leisten. Aber darum brauche ich Geld. Einfach was eine Milch. Was ist der Mund? Ich dachte mir gerade, was hat der da für einen Grafikfehler? Und was ab zum Mund? Ich könnte damit mal mehr rauskriegen. Weil das Pulverwasser, glaube ich, 100 gekostet. Wir können wirklich mal schauen, wenn wir dann einmal außen rum sind. Okay, das war nicht der Assi-Rabe, der uns töten würde, also der würde uns alles klauen und ich dann mehr Geld investiere als andere. So, hier. So. So, 32, die reicht noch lange nicht. Sowas von reich mir. Ich weiß noch, als ich hier war und Corona hatte. Es war wunderschön. Wie irgendwie voll die Crap-Stimme und einfach so, ja, ich habe halt Corona. Und habe ich ja erstmal ein bisschen nicht mehr gestreamt, weil ich ja dann, meine Stimme hat sich ja nicht so geil angehört und dachte mir so, lass mal das erstmal. Dann schauen wir mal nach da. So, da gab es dann irgendwie den Bombenladen. Ich werde doch noch richtig auslassen. Okay, ich muss das jetzt mal in Corona sein. So, hallo du. Oh, wer hätte das gedacht, in Corona? Also solltest du auch in Lage sein, Pulverfass zu tragen. Kostet 50. Nein, danke. Okay, dann gehe ich noch mal ganz kurz zu den, der Bank nebenan und werde mir da einen, muss den restlichen Fehlbetrag holen. So, wie kann ich die behilflich sein? Abheben. Erkenne mein Geld. Nun, ja, ich bräuchte 14 Rubine. Ja. So. Vor allem, jetzt kommen wir halt eh erst wieder abends in den Tempel. Wenn es überhaupt schon ein Tempel ist, es kann ja auch das Vorgeplänkel noch sein. So. So, ja, oh, wer hätte das gedacht? Ja, ich bin allein ein Pulverfass zu tragen, das kostet 50 Rubine, ja. Danke. So. Dann werde ich weiter Geld sammeln. Dass wir dann bald in diese... Dass wir da bald hinkommen. Vielleicht könnte ich jetzt noch ein Pulver fassen, noch eins kaufen und dann Fumanis Ranch rausgehen. Ich meine, ich zahle ja für das andere auch Geld. Das ist doch eine Idee. Ich gehe jetzt dahin, lege halt das Pulverfass, dass der Stein weg ist. Dann spiele ich den Epon das Lied vor, dass ich halt Milch bekomme. Und dann, ja, dann kann ich mir noch ein Pulverfass dann einfach holen. Noch eine Vieh brauche ich nicht.
Okay, da ist aber nur wieder der Fuchs. Ich bin mal ein Gorona und ich nehme jetzt wieder so ein Pulverfass. Und dann sollte das ja eigentlich zu machen sein. Was? Und wofür habe ich mich hier abgerackert? So. Das ist schon mal frei. Okay. Dann nehme ich lieber eine leere Flasche wieder mit. Okay, wir machen an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht, bei Zelda Majora's Mask. Bis dann. Tschüss.